Ja, willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der HD-Version von GOG. Gut, wir machen weiter. Was haben wir denn gerade? Also, Inventar sieht alles okay aus soweit. Gold, jede Menge. Hat müssen wir zufällig durchs Wow, what Neuladen can I do des for you? Zeug. Bogen der Macht, Armor of Thieves. Helm of Deflection. Blessed Blade of Vigor. Blade of Stars. Helm haben wir einen einigermaßen vernünftigen. Ja. Gut, das erste, was wir machen, wir haben nämlich immer noch Black Mushroom Quest offen. Ach, da ist der Weg in die Hölle. Da sind wir gerade mal in Ruhe. Denn wir müssen jetzt erstmal suchen gehen. Wo ich in diesen Höhlen, also Ebene 9 ist schon mal richtig, wo ich hier das Hirnwurm übersehen habe. Das könnte etwas dauern. Türe ist blockiert, hier liegt aber kein Hirnrohr. Ah, zum Glück ja, ich hätte nicht sagen sollen. Okay, hier lag Gold. Oh, das suchen wir allerdings nicht. Mana Potion nehmen wir gerne. Ja, tote Dämonen sind immer schön. Nein, Mutter wollen wir nicht. Ja, da waren wieder nur Goldstücke. Hier genauso. Ja, hier ist die Pilzkolonie gewesen. Deck on Morningstar, hier ist nichts. Da war ein Loco, oder? Hier, Loco. Ja gut, hier oben. Sind wir eigentlich hergekommen? Eine Robe. Hier war gerade irgendwo was. Shortbow, okay, brauchen wir nicht.
Und ja, auch wenn es Zeit kostet, ich würde gerne das Hirn finden. Hier habe ich schon geguckt gehabt. Hier unten haben wir auch schon überall geguckt gehabt. Das ist jetzt halt wirklich problematisch. Da geht's noch hoch in die Stadt. Und ja, ich habe wirklich mal im Questlog, was heißt im Questlog, im Internet nachgeguckt. Laut Beschreibung sollte das nächste Vieh, was wir getötet haben, ein Hirn fallen gelassen haben. Problem ist, ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war. Weil ich würde die Quest doch gerne abschließen. Gehen wir mal kurz runter auf Level 10. Machen wir es einfach. Gehen wir auf Level 10, da war wohl das nächste Vieh, was zu töten war. Jetzt haben wir ein Brain. Ja, hat länger gedauert als gedacht, aber auch, war auch kürzer als gehofft. Hat länger gedauert als gehofft. War aber doch kürzer als gedacht. So, mal sehen, ob wir vielleicht heute fertig werden. Das war nämlich die letzte Quest. Excellent! This is just what I had in mind. I was able to finish the elixir without this, but it can't hurt to have this to study. Would you please carry this to the witch? I believe that she is expecting it. Ja, Spektralelixier. Sollen wir jetzt Adria bringen? Oh, hallo Adria, wir haben was für dich. What? Now you bring me that elixir from the healer? Oh, I was able to finish my brew without it. Why don't you just keep it? Ja, super. Alle haben ihr Zeug schon fertig und wir können das Spektralelixier selber nutzen. Das erhöht unsere Stats ein bisschen. Character Inventory. Mal speichern. So, das heißt, unser Questlog ist clear. Also ist doch was. Hello, okay. My friend. Stay a while and listen. Gut, das heißt hinter Pepins Haus und ab in die Hölle zurück. So,
So, auf der Ebene waren wir ja noch nicht ganz fertig. Wir haben hier unten noch und hier oben noch zu erkunden. Ja, damit hatten wir die Quest, die wir hier unten hatten, mit dem Wächter gehabt. Wow, da haben wir Freunde. Sollen wir mal gucken, dass wir bei Adria beim nächsten Mal ein, zwei Squad of Identifies einsacken. Ja, man merkt, wir haben eine bessere Rüstung, dadurch sind die Gegner etwas schwächer. Das heißt etwas schwächer, wir können besser einstecken. Hohohoho. So viele sind dann doch wieder nicht gut. Vor allem, wenn sie einen... Two-handed Sword brauchen wir gerade nicht. So, hier unten ist noch auf jeden Fall genug. Das sind wieder zu viele. Da sind noch ein paar viele. Oh. Ja, die Rüstung macht sich schon mal bezahlt. Oh Gott, wir haben noch so viel zu erkunden hier unten. Ja, die letzte Ebene ist groß. Ich habe da oben sich was bewegen gesehen.
mir den Weg ab. Das ist nicht gut. So 20, 30 Stück kaufen. Wenn wir wieder mal an der Oberfläche sind. Also spätestens dann, wenn wir gar keine mehr haben. Ist abgeschlossen. Jetzt bleibt noch der Teil hier. Der ist, wenn wir Glück haben, auch nicht mehr so groß. Oh, das Call of Town Portal. Oh, und Gegner. Oh, viele Gegner. Was macht der Cauldron? Oh, welchen Gegenstand hat er mir jetzt zerdeppert? So wie es aussieht, die Rüstung und den Helm und dafür den Bogen stärker gemacht. Squall of Nova. Ja, ja. Oh, das war dann Ebene 13. So wie. Das heißt, wir können die große Treppe nach unten auf 14 nehmen. Aber trotzdem gerne. Du? Warum habe ich das Gefühl, das war ein Heiler? So, da ist nichts. Wenigstens haben wir eine ziemlich hohe Hitchance mittlerweile. Und eine Kiste mit der Falle. Oha, das wird unschön. Elixier nehme ich auch nicht gern. Also einen Punkt auf Stärke mehr. Oh, wir haben mittlerweile den Punkt erreicht, wo wir Gegner gut erreichen können. Wenn sie sich lassen. Thank you.
kann man wieder speichern zwischendurch. Das ist alles für die Katz gewesen. So, den Raum haben wir leer. Da geht es auf jeden Fall weiter, was Größeres. Der Raum hier sieht auch noch recht klein aus, deswegen machen wir den mal zu Ende. Habe ich gesagt, scheint noch viel Zeug zu sein. Das sind jetzt übrigens Black Knights. Ohne Krone. Kronen, ja, haben viel Rüstung, aber sind ansonsten nicht so der Hammer. So, hier ist nichts mehr, außer aufgespießte.